Wir kommen jetzt zu meinem Lieblingspolen. Ich kenne ihn schon ein paar Jahre. Wir haben in der Comedy viel gemeinsam gemacht. Es war immer ein Riesenspaß. Er stiehlt den Menschen nicht nur die Herzen, nein, auch andere Sachen. Gehört aber, ist aber was anderes. Und er hat sie alle schon gehabt. Schweden, Franzosen, Finnen. Und er hat sich umgeschaut für uns nach neuen Modellen. Er war beim Autohändler. Ah, wow. Das ist hier ein albanischer Harley, ist das, ne? Ah, was haben wir denn hier? Guck mal, das sind die ganzen deutschen Vermisstenanzeigen. Und hier, na, lachen sie noch alle, ne? Aber der ist jetzt grün, der ist blau, den haben sie hier schon ausgeschlachtet. Die ist auch in Osteuropa schon. Schade eigentlich, hätte ich gern kennengelernt. Das wurde jetzt in Rumänien zum Auto des Jahres 2014 gewählt. Hallo, Peter. Grüße Sie, hallo. Sie sind der Peter Andre, nicht der Sänger. Nein, leider nein, nicht. Nein. Haben Sie sich verfehlt. Oh, schade. Aber wissen Sie, ich bin hier, weil ich suche ein Auto. Und da wollte ich fragen, können Sie mich hier vielleicht ein bisschen Beratung machen? Klar. Was suchen Sie denn für eins? Kleines, großes? Ich würde gerne alle mal sehen, so alle Länder durch. Ne? Alle Länder. Die besonderen, durch. Ich meine, hier stehen wir gerade, sehe ich gerade. Da sind wir schon in Deutschland, ne? Da sind wir schon in Deutschland. Deutscher Hersteller. Für mich ganz wichtig, ist der pünktlich immer auch? Pünktlich ist er immer. Pünktlich. Und sauber immer. Auch? Sauber auch. Das sauber. Kommt auch immer okay. Auf Sie an. Ach so, nee, dann ist er nicht sauber. Vielleicht schauen wir mal andere Länder noch an, ja. Was es noch gibt. Wieder in Deutschland bleiben? Nee, ich muss aus Deutschland heute mal raus wieder. Aus, ne? Deutschland raus? Genau. Ja, können wir rausgehen? Können wir mal rausgehen, ja, und schauen, klar. Was es noch so gibt. Das ist Asiate, habe ich an die Augen erkannt da. An den Augen? Ja, die Schlitzaugen. Naja, das habe ich jetzt mal nicht gehört. Und sagen Sie, ganz wichtige Frage für mich ist, wie viel Zeit habe ich? Hat er eine Alarmanlage? Nein. Ah, okay, das ist schon mal gut. Das ist dieser Fiat Berlusconi, ne? Weil Nein. Da ist die Luft raus schon. Ne? Ach so, ja. Ja. Das ist doch der Kotflügel, oder? Hier. Nein, der Kotflügel ist vorne. Ach, nicht hier? Nee, da hat ein Flügelchen. Ach so, der scheißt auf den quasi. Ne? Machen wir einmal sauber, dann ist er wieder tipptopp. Ah, okay. Ein bisschen Gel rein. Ne? So ungefähr, ja, genau. Das ist hier, glaube ich, das ist das offizielle Integrationsmodell Deutschland mit Türkei, würde ich sagen. Nein. Da ist die Hupe quasi das Wichtigste, ne? Oder? Dazu noch die Talka-Musik. Genau. So. Gibt's die auch dazu, ja? Für mich ist ganz wichtig, wie viele Schwedinnen gehen da eigentlich hinten rein? Auf der Sitzbank oder Blonde? Ja, auf mich. Das kommt auf Sie an. Ja, ich bin belastbar. Dann würde ich schon so 5-6 Stück schätzen. Okay, haben Sie die vielleicht hier auch in der Werkstatt? Nein. Das ist Amerikaner, ne? Ford. Henry Ford, genau. Genau. Ist der abhörsicher? Ja. Also, der hat nicht so viel Elektronik drin. Und eine Frage, wie viele Waffen sind bei dem serienmäßig dabei? Waffen? Gar keine. Nein, bei Amerikanern keine Waffen? Nein. Aber was steht hier drauf vielleicht? Waffenschmiede Wolfsburg. Ich glaube, der müsste eigentlich braun sein, oder? Oh, one and only Marek Quist. Ja.